In dem Moment, wo sie mich gesehen hat, hat sie sich geduckt und hat zu laufen begonnen. Wie eine Böse. Hätte ich sie früher gesehen, hätte ich ihr vielleicht ein Bein bestellt. Aber es ist nicht gelungen. Es bestehen zwischen den Schwestern derartige Animositäten, dass eine vergleichsweise Regelung sicher nicht zustande kommen wird. So geht man mit einer Schwester ganz einfach nicht um. Und ich meine auch, der Vater würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was da mit seiner Tochter geschieht. Dass Eltern sich im Grabe umdrehen würden, wenn sie wüssten, wie ihre Kinder nach ihrem Tod streiten, das haben wir bei den Dreharbeiten zu dieser Sendung öfter gehört. Das ist überhaupt ein Phänomen, das wir in der langjährigen Geschichte von Am Schauplatzgericht öfter gesehen haben. Nämlich wie geschwisterliche Beziehungen, die scheinbar intakt sind, zerbrechen oder sich verändern, wenn es ans Erben geht. Zwei solche Geschichten wollen wir Ihnen heute zeigen. Frei nach dem Motto, wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, dann musst du gemeinsam mit ihm etwas erben. Zwei Tage nach dem Ableben von Papa wollten sie das Haus versiegeln lassen und mich auf die Straße setzen. So hat alles angefangen. Das war Frau Monet aus Schruns in Vorarlberg. Sie hat uns nach den Weihnachtsfeiertagen geschrieben, dass sie ein Riesenproblem hat. Zitat: Nach dem Tod des Vaters 2012 haben mich die Geschwister mit einer Vielzahl von Klagen eingedeckt. Von Weihnachtsfrieden keine Spur. Der Exekutionstitel auf meinen Erbanteil liegt auf dem Tisch. Jetzt wird mein Erbanteil vor der Erbaufteilung versteigert und ich weiß nicht, wo ich wohnen soll. Meine Kollegin Maria Zweckmeier hat zu recherchieren begonnen und es hat sich herausgestellt, dass vier Kinder nach dem Tod des Vaters gemeinsam das Elternhaus und Grundstücke und Wegerechte in der Nähe geerbt haben. Testament gibt es keines. Und das Problem ist im Kern wieder einmal: Hat der verstorbene Vater einer Tochter, nämlich Frau Monet, etwas vor seinem Tod versprochen, was er den anderen Kindern nicht gesagt hat? Im Jänner 2017 waren wir in Vorarlberg, genauer gesagt im Montafon. In Schruns haben wir Renate Monet kennengelernt. Hier, in diesem Haus, ist sie mit ihren drei Geschwistern aufgewachsen. Man ist früher gut miteinander ausgekommen. Bis 2010 haben wir nie gestritten. Meine Geschwister, meine zwei Schwestern, mein Bruder und ich, wir haben uns nie gestritten. Wir hatten kein Thema zum Streiten. Ein Thema hatte man erst, als der Vater krank wurde und 2012 gestorben ist. Seither wohnt Frau Monet nämlich allein hier. Und das passt ihren Geschwistern gar nicht. Die wollen sie um jeden Preis aus dem Haus draußen haben. Es ist schmerzhaft, weil ich auf beide Eltern aufgepasst habe. Ich habe meine Mutter gepflegt und betreut, auf meinen Vater geschaut. Und wenn man dann noch Geschwister hat, die mich schädigen wollen und alles machen, um meine Existenz zu vernichten, dann ist das einmal sehr dramatisch. Der Vater hatte in Schruns einen Kaufmannsladen und eine Gärtnerei betrieben. Frau Monet zeigt uns ein Gemälde vom damaligen Laden des Vaters. Heute befindet sich an dieser Stelle im Zentrum von Schruns ein anderes Geschäft. Durch Tüchtigkeit, harte Arbeit und größte Sparsamkeit hatten es der Vater und die Mutter, die einige Jahre vor ihm gestorben ist, zu einem kleinen Vermögen gebracht, erzählt uns Frau Monet. Sein Vermögen und das Haus hat der Vater nach seinem Tod im Jahr 2012 seinen vier Kindern hinterlassen. Allerdings ohne Testament. Frau Monet erzählt uns von den letzten Lebensjahren ihres Vaters. 2008 war sie nach einer gescheiterten Ehe aus der Schweiz nach Hause zurückgekehrt. Der Papa, der war alt, er war krank, meine Geschwister waren nie da. Das Haus, das war in Unordnung. Wie lange hätten Sie geplant gehabt, hier zu bleiben? Wollten Sie nur zu Besuch bleiben? Na, ich wollte so 2-3 Monate bleiben, also einige Wochen. Und dann wollte ich weiterziehen. Weil sie aber den Eindruck hatte, dass sich niemand um den betagten Vater kümmert, blieb sie im Elternhaus. Schließlich ist sie ja diplomierte Krankenschwester. Dafür hätte der Vater ihr ein lebenslanges Wohnrecht zugesichert. Aber nur mündlich. Sie erinnert sich noch genau an seine Worte. Weil du auf mich schaust, bekommst du das Grundstück mit dem Haus, dem Stall. Und hat da so eine Handbewegung gemacht. Dafür musst du aber weiterhin auf mich schauen. Bist du einverstanden? Und dann habe ich gesagt, ja, Papa, ich bin einverstanden.
Und dann wollte er drei Tage später wollte er zum Anwalt gehen, war er beim Anwalt und wollte das Testament machen. Und der Anwalt hat aber das Testament nicht gemacht. Es kam zu keinem Testament. Warum? Ja, der Papa hätte müssen zum Arzt gehen und eine Bestätigung bringen. Und dann war der Arzt nicht da. Nein, er hatte die Karte nicht. Gott sei Dank, es kam nicht dazu. Offenbar wollte der Notar von einem Arzt bestätigt haben, dass der Vater geistig noch in der Lage war, ein Testament zu verfassen. Der Vater ist dann wenige Wochen später verstorben. Und weil es kein Testament gab, erbte jedes der Geschwister ein Viertel seines Vermögens, also auch ein Viertel vom Elternhaus. Frau Monet wollte aber nicht ausziehen. Die Geschwister bestritten ihr Wohnrecht vehement und die Sache ging zu Gericht. Den Prozess hat Frau Monet dann verloren, mit weitreichenden Folgen. Der Richter hat mir nicht geglaubt. Er hat mich praktisch als Lügnerin hingestellt. Er hat meinen Geschwistern, die nachweislich nie da waren, mehr geglaubt als mir. Als Verliererin musste Frau Monet die rund 25.000 Euro Prozesskosten bezahlen. Und sie hatte das Geld nicht. Deshalb ließen die Geschwister ihren Viertelanteil am Elternhaus versteigern. Den Zuschlag bekam ihr Bruder und der macht Druck, dass sie auszieht. Februar 2017 am Landesgericht in Feldkirch. Frau Monet meint, dass sie, wenn sie schon ausziehen muss, wenigstens Geld für die Pflege ihres Vaters bekommen sollte. 66.000 Euro will sie dafür von ihren Geschwistern haben. Ihr Rechtsanwalt erklärt uns Näheres. Jetzt geht es halt darum, dass man ein gewisses Entgelt von den Geschwistern nach dem Tod des Vaters bekommen. Und das muss man sagen, die Geschwister, die spielen ja wirklich sehr, sehr übel mit. Nicht nur, dass sie dankbar gewesen wären für das, was sie getan hat. Immerhin kam es ja auch ihnen zugute, weil da sehr viel Geld gespart werden konnte übers Erbe. Sie bekämpfen sie auch noch von Anfang an, also mit Klagen, Strafverfahren. Und zu schlechter Letzt, muss man sagen, haben sie auch noch ihren Anteil am Elternhaus versteigern lassen. Das Nächste, was dann blöd ist, die Delogierung. Und meine ich, so geht man mit einer Schwester ganz einfach nicht um. Und ich meine auch, der Vater würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was da mit seiner Tochter geschieht. Wir wollten auch wissen, was nach Meinung des Anwaltes beim vorherigen Prozess um das Wohnrecht schiefgegangen ist. Angeblich hat der Vater ja gesagt, dass Frau Monet im Haus bleiben soll. Es gab da leider nichts Schriftliches dazu, aber es hat sehr, sehr viel dafür gesprochen, Beweise, insbesondere ihre eigene Aussage, die aus meiner Sicht wirklich sehr glaubhaft gewesen ist. Und trotzdem haben die Gerichte dann gesagt, der endgültige Beweis dafür ist nicht gelungen. Daher wurde die Klage dann leider diese Klage abgewiesen und darum sind wir jetzt da und wollen diese Abgeltung in Geld haben. Das Hauptproblem in diesem Verfahren war, dass es kein schriftliches Testament gab, meint Dr. Brandner. Da kann man betagtere Menschen nur warnen, also wenn sie in solchen Situationen sind, dass sie wirklich vorbauen und dazu sehen, dass die Leute, die sie betreuen und pflegen, die überhaupt alles für sie machen, dass die dann nicht zu kurz kommen, dass da was Schriftliches macht. Wobei man dazu sagen muss, es ist jetzt eine Novelle eingetreten, die Erbrechtsnovelle 2017, und da wäre die Geltendmachung solcher Ansprüche also wesentlich einfacher. Tatsächlich gibt es fürs Erbrecht seit heuer etliche neue Regeln. Etwa ein sogenanntes Pflegevermächtnis. Danach sollen pflegende Angehörige für ihre Leistungen leichter als bisher eine Entlohnung bekommen können. Das Problem, dieses Pflegevermächtnis gilt erst ab 01.01.2017 und der Vater der Frau Monet ist ja viel früher gestorben. Generell gilt jetzt, pflegende Angehörige, die ihren pflegebedürftigen Verstorbenen in den letzten 3 Jahren vor seinem Tod 6 Monate lang gepflegt haben, ihm im Haushalt, beim Essen, beim Anziehen geholfen haben, die sollen dafür Geld bekommen, wenn sie nicht schon vorher extra dafür bezahlt worden sind und wenn sie nicht im Testament stehen. Wenn das alles so ist, dann soll sich die Pflegeperson mit den Erben beim Notar einigen. Das Problem dabei ist wieder, gelingt diese Einigung nicht, muss man erst wieder klagen und man steht ungefähr dort, wo die Frau Monet jetzt angelangt ist, bei Gericht. Die 3 Geschwister von Frau Monet wollten kein Interview geben. Sie ließen ihre Anwälte für sie sprechen. Magister Dorner erklärt den Prozessstandpunkt der ältesten Schwester. Es geht darum, dass die Klägerin behauptet, jahrelang ihren kranken Vater gepflegt zu haben. Das ist aus Sicht meiner Mandantin
und auch der übrigen Geschwister gleichsam erstunken und erlogen. Die Klägerin hat offensichtlich ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist sozusagen amtlich. Man hat in einem Vorprozess, wo es um das Wohnrecht gegangen ist, bereits im Urteil festgestellt, dass eben die Klägerin da es mit der Wahrheit nicht immer sehr ernst nimmt. Tatsache ist, dass der Vater der gemeinsamen Geschwister, das sind vier, bis einige Monate vor seinem Tod in einem sehr guten geistigen und körperlichen Zustand war und eigentlich nicht auf Pflege angewiesen war. Er hat ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt, hat etwa sich selber das Essen zubereitet, hat Reinigungstätigkeiten gemacht. Ein paar Monate vor dem Tod hat er sogar noch Bankgeschäfte durchgeführt und hat also, oder wenn er überhaupt pflegebedürftig war, dann war das die letzten 3 bis 4 Monate vor seinem Tod. In der Verhandlung bemüht sich die Richterin um einen Vergleich. Frau Monets Hauptproblem: Sie müsste beweisen, dass der Vater überhaupt pflegebedürftig war. Dazu hat sie aber keine Unterlagen und die Geschwister weigern sich, den Hausarzt, der das vielleicht bestätigen könnte, von seiner ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden. Nach 2,5 Stunden willigt Frau Monet dann doch in einen Vergleich ein. Sie verzichtet auf all ihre Forderungen, dafür muss sie die Prozesskosten der Geschwister nicht bezahlen. Wie geht's Ihnen, Frau Monet? Fragen Sie mich nicht. Was ist jetzt rausgekommen? Erzählen Sie mal, was ist jetzt passiert? Ja, ich meine, man musste entscheiden jetzt, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter im Verfahren Abgeltung. Und wenn ich weitermache, dann müsste ich viele Beweise erbringen, dass der Vater praktisch fast sterbend war, dass es ein extrem schwieriger Pflegefall war und da müsste ich aber Beweise erbringen. Der Anwalt hat mir jetzt eben geraten, dass ich jetzt da aufhören soll. Und wenn ich aufhöre, dann bekomme ich zwar keine Abgeltung, aber dann übernehmen die anderen die Kosten. Aber im Grunde genommen habe ich jetzt für das, was ich für den Papa gemacht habe und für meine Mutter, 0 Euro minus mindestens 100.000 Euro. Mindestens, wenn es nur reicht. Jetzt meldet sich auch der Anwalt der zweiten Schwester zu Wort. Was hält seine Mandantin von dem Vergleich? Sie ist jetzt froh, dass wir einen Vergleich mit günstigem Ergebnis abschließen konnten. Es ist ja jetzt so, dass die Klägerin auf alle Ansprüche im Zusammenhang mit dieser behaupteten Pflege und Betreuung des Vaters verzichtet hat. Und die Geschwister wollen Frau Monet tatsächlich auf die Straße setzen? Aufgrund dieser Versteigerung, die jetzt auch erledigt ist, kann sie nicht mehr im Haus bleiben. Sie wird räumen müssen, aber hätte sie diese Prozesskosten bezahlt, dann hätte sie weiter ihren Miteigentumsanteil, dann wäre ihre wohnrechtliche Situation sicherlich besser gewesen. Aber die ist jetzt verloren gegangen. Dann kann eigentlich der Exekutor kommen und sie auf die Straße setzen. Ja, dann soll er mich auf die Straße setzen. Oder dann soll er mich auf die Straße setzen, dann setze ich einfach auf den Kirchplatz. Der Kirchplatz in Schruns ist ja groß genug, oder? Allzu rosig schaut es für Frau Monet nicht aus. In diesem Prozess ist sie leer ausgegangen und die Delogierung droht. Aber noch gibt es keinen rechtskräftigen Räumungstitel. Freiwillig wird Frau Monet bestimmt nicht ausziehen, sagt sie. In Bludenz lernen wir Herrn Ingenieur Bonetti von einer Schuldnerberatungsstelle kennen. Von ihm hat sich Frau Monet in der Vergangenheit immer wieder informieren lassen. Viele Möglichkeiten sieht auch er für seine Klientin nicht. Am besten ist es, wenn sie sich eine Wohnung sucht und so schnell wie möglich eben aus diesem Haus auszieht. Weil es gibt nichts Schlimmeres wie eine Zwangsräumung. Im August 2017 besuchen wir Renate Monet wieder in Schruns. Sie wohnt noch immer im Elternhaus und denkt gar nicht daran, auszuziehen. Wie zu erwarten war, hat ihr Bruder eine Räumungsklage gegen sie eingebracht. Rechtlich hat sie nicht viele Argumente auf ihrer Seite. Trotzdem fühlt sie sich moralisch berechtigt, nach wie vor hier zu wohnen. Ich habe auf meinen Vater geschaut bis an sein Lebensende. Ich habe meine schwer kranke Mutter gepflegt. Aufgrund von dem, ja,
Habe ich das Recht, gebe ich mir einen Rechtstitel wie Napoleon, ja? Und ich werde nicht ausziehen. Und bis das Gericht über die Räumungsklage entschieden hat, übernachtet Frau Monet hier in dieser kleinen Stube. Frau Monet weiß, dass sie im Räumungsverfahren vor dem Bezirksgericht Bludenz nicht allzu viele Chancen hat, aber sie hofft auf ein Einlenken der Geschwister. Der Anwalt des Bruders hat uns dazu geschrieben, Zitat: Die Geschwister sind auf sie zugegangen, haben ihr Vorschläge unterbreitet, wie man die Angelegenheit befrieden könnte. Sie verschließt aber leider die Augen vor der Wirklichkeit. Zum nächsten Fall. Da haben drei Schwestern einen Konflikt ums Erbe nach der Mutter. Zwei Schwestern sind überzeugt, dass die dritte Schwester sie mit einem dubiosen Testament um ihr Erbe bringen will. Angeblich hat die alte Mutter ein leeres Blatt Papier unterschrieben und in dieses Blatt Papier sei dann das Testament zugunsten der dritten Schwester hineinkopiert worden. Ludwig Gantner dokumentiert diesen erbitterten Streit seit 2013 und weiß jetzt, wie die zweite Instanz geurteilt hat. Dieses Haus in Klosterneuburg gehörte früher einem erfolgreichen Ingenieur für Hoch- und Tiefbau, der hier mit seiner Familie gelebt hat. Der Vater war es, der immer alles zusammengehalten hatte. Am Sonntag traf man sich regelmäßig mit den drei Töchtern und deren Familien zum Mittagessen. Als der Vater 1991 starb, änderte sich alles. Anscheinend begann ein Wettbewerb um die Gunst der Mutter und um das künftige Erbe. Hallo, grüße dich. Servus. Servus. In Kretzendorf treffen wir zwei Schwestern, Traude Rezag und Friederike Glaubenkranz, die sagen, dass sie beim Erben den Kürzeren gezogen haben. Die dritte Schwester, Frau B., hätte das wertvolle Haus von der Mutter heimlich geschenkt bekommen. Jetzt wollen sie wenigstens vom Rest des Vermögens ihren Anteil haben. Deshalb stehen sie jetzt vor Gericht in einem Verlassenschaftsverfahren gegen die eigene Schwester. Sorry, Gilein. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Ja, das dass Gerechtigkeit siegt. Und das ist für mich wesentlich. Das ist das Wichtigste. Und für dich auch. Ja. Wie ist Ihr Verhältnis zu der Schwester, mit der Sie jetzt vor Gericht stehen? Erbärmlich. Wir hatten den gegnerischen Rechtsanwalt bei Gericht getroffen und um seine Meinung gebeten. Die Vorgeschichte dieses Prozesses sollte an sich ein Psychologe klären. Und kein Jurist. Es sind drei Schwestern, wo, nennen wir es vorsichtig, unüberbrückbare Gegensätze bestehen. Die eine Schwester, meine Mandantin, war die möglicherweise vom Schicksal Begünstigte. Und seit mehreren Jahren wird meine Mandantin mit biblischem Hass verfolgt und auch mit Prozessen. Gestritten wird um ein Testament der Mutter. Dass es das überhaupt gibt, war für Friederike und Traude eine böse Überraschung. Sie hat gesagt, sie macht kein Testament. Es wird alles so aufgeteilt, wie es rechtens ist. Im Testament steht, dass die beiden vom Erbe gar nichts bekommen sollen. Auch der Pflichtteilsanspruch wäre durch frühere Geldgeschenke schon abgegolten. Alleinerbin ist die Schwester. Was hatte die Mutter für Motive, dass sie alles einer von den drei Schwestern... Sie hat nicht alles einer Schwester gegeben. Es gibt Korrespondenz. Die Mutter hat sehr wohl zu Lebzeiten ein Gleichgewicht hergestellt. Die beiden anderen Schwestern, sagen wir, waren wirtschaftlich nicht erfolgreich und hat die Mutter immer wieder hilfreich einspringen wollen und müssen. Und daher wurde da ein Gegengewicht geschaffen. Also von einer Einseitigkeit kann nicht die Rede sein. Stimmt nicht. Auch sie seien wirtschaftlich erfolgreich gewesen, sagen Frau Rezag und Frau Glaubenkranz. Und Frau Rezag sei es gewesen, die die schwer demente Mutter zu sich geholt und aufopfernd gepflegt hat. Das Verhältnis zur Schwester wurde dann immer schlechter. Wir wurden nur beschimpft. Sie hat bei mir angeläutet, ja, und ich konnte sie nicht mehr hereinlassen. Ich war nervlich am Ende. Ja, ich konnte nicht mehr. Und da hat sie laut am Gang geschrien, du wirst schon sehen, ich kann nicht mehr sagen. Du wirst noch krepieren. Du wirst noch krepieren. Im aktuellen Verfahren geht es um die Unterschrift der Mutter auf dem Testament aus dem Jahr 2002. Und Sie sind wirklich der Meinung, dass dieses Testament gefälscht ist? Ja.
Warum? Das kann ich Ihnen sagen. Man hat sich genau, ja, hier, den letzten Satz genauso ausgesucht, dass diese Unterschrift noch hier daneben steht. Ja? Es wurde genau ausgetipfelt. Ja? Das heißt, Sie glauben, dass die Unterschrift zuerst da war und dann erst das Testament geschrieben wurde? Ja, es ist eindeutig nicht die Unterschrift vom Juni 2002 meiner Mutter, ja. Zum Vergleich zeigt man uns eine andere Unterschrift aus demselben Jahr. Die Mutter hätte damals wegen ihrer Krankheit nicht mehr gut schreiben können. Was hat es mit diesem angeblichen Blankotestament auf sich? Darf ich ein Wort nennen? Blödsinn. 2,5 Jahre später, April 2016. Das Erbschaftsverfahren zieht sich in die Länge. Friederike Glaubenkranz bespricht sich mit ihrem Anwalt Dr. Pechmann, denn jetzt soll bald eine Verhandlung stattfinden. Ihre Schwester Traude ist nicht dabei. Sie wäre immer so ungeduldig und ist offenbar auch schon durch ihre Unbeherrschtheit aufgefallen. Frau Glaubenkranz, es ist jetzt eine Eingabe gekommen vom Anwalt, indem er behauptet, sozusagen Ihre Schwester, die auf Ihrer Seite ist, die Frau Resak, hätte, wäre prozessunfähig, weil sie nicht nachvollziehbar Leute anruft und die segiert. Da gibt es einen Aktenvermerk. Haben Sie mit ihr gesprochen? Wie geht's ihr? Ja, ich habe mit ihr gesprochen und sie ist halt eine Cholerikerin. Okay, soll vorkommen. Und ich verstehe sie auch, weil ich meine, im Prinzip kennen wir ja, alle ja, den Akt. Ja, aber im Gerichtssaal wäre es wahnsinnig dumm. Und, von der Frau Rath werden wir auch immer in die Schranken gewiesen, wie Sie wissen. Deshalb wird man Schwester Traude bitten, bei der nächsten Verhandlung zu Hause zu bleiben. Dr. Pechmann will versuchen, das Testament der Mutter vom Gericht für ungültig erklären zu lassen. Unser Standpunkt ist, sie war nicht dabei. Es gibt irgendeine blanke Unterschrift und die haben sie dann sozusagen versammelt und das maschinengeschriebene Testament drauf kopiert. Falls es gelingt, das Testament für ungültig erklären zu lassen, könnten die Schwestern je ein Drittel vom Erbe einfordern. Und damit könnten sie vielleicht sogar auf das bereits verschenkte Haus zugreifen. April 2016. Am Bezirksgericht Klosterneuburg. Rechtsanwältin Schmelz ist für Frau Rezak gekommen. Dr. Pechmann vertritt Frau Glaubenkranz. Der Rechtsstandpunkt ist unverändert. Der Standpunkt ist der, dass wir an der Gültigkeit des Testamentes in dieser Form zweifeln. Was natürlich sehr grobe Auswirkungen hat auf das Erbrecht. Und das versuchen wir mit sämtlichen Beweisanträgen, die uns zur Verfügung stehen, durchzusetzen. In der Verhandlung sollte auch noch die Demenz der Mutter zum Thema werden. Vielleicht war sie ja deshalb geistig nicht in der Lage, ein Testament zu verfassen. Nach der Verhandlung. Herr Dr. Drachenberg, darf ich Sie kurz fragen, was ist bei der Verhandlung herausgekommen? Waren Sie zufrieden? Sehr. Wirklich sehr. Ohne Details auszuplaudern. Ich bin zumindest mit dem heutigen Ergebnis sehr glücklich. Es wird noch ein Sachverständiger bestellt werden. Ob der was dazu beitragen kann, kann ich nicht sagen. Aber es hat eine Aussage gegeben, die mehr als erbaulich war, und zwar seitens genau der Dame, die das Ganze angezettelt hat. Dankeschön. Die Mutter war also offenbar für ein gültiges Testament nicht zu dement. Die Einsicht in den Sachwalterschaftsakt war jetzt sozusagen ein bisschen ernüchternd, weil die hat ergeben, sozusagen, dass sich meine Klientin damals bei Gericht eingefunden hat und bestätigt hat, dass ihre Mutter damals ganz okay ist und keiner neurologischen Untersuchung bedarf. Jetzt setzt man alle Hoffnung auf das Gutachten des deutschen Schriftexperten. Durch das erste Aufeinandertreffen nach langer Zeit sind die Schwestern einander übrigens nicht näher gekommen. Ich zähle sie nicht zur Familie. Für mich persönlich. Und Sie gehen davon aus, dass das beidseitig ist? Ja, das hoffe ich sehr. Mit so Menschen möchte ich nicht verwandt sein, eigentlich. Knapp ein Jahr danach. Die Entscheidung im Erbschaftsverfahren ist da. An der Reaktion der Parteien kann man gut erkennen, wer gewonnen und wer verloren hat. Ja, für mich war es ein Schandurteil, grundsätzlich. Ja. Also für mich schockierend. Schockierend. Sofort. Ich habe es 3-4 Mal gelesen, dann habe ich es in der Küche zerfledert und habe es so weggeschmissen. Dr. Trachtenberg hingegen spricht von einer gerechten Entscheidung, denn die Erbantrittserklärungen der Schwestern wurden abgewiesen. Seine Mandantin hätte auf das Gericht einen, Zitat, überzeugenderen Eindruck gemacht als ihre beiden Schwestern. Das angeblich manipulierte Testament hätte ein Erscheinungsbild gehabt, das, Zitat,
jedenfalls gegen ein Zusammenkopieren von Text und Unterschrift spricht. Es wurde abwechselnd behauptet, das Testament ist gefälscht. Es wurde behauptet, die verstorbene Frau Glaubenkranz war nicht ihrer Sinne mächtig, das heißt, sie hat nicht gewusst, was sie tut, was sie testiert. Das alles hat schon das Erstgericht ad absurdum geführt und hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mehrere Aussagen überhaupt nicht mit den Tatsachen in Einklang zu bringen sind. Die beiden Schwestern wollen sich damit nicht abfinden und haben noch ein Rechtsmittel eingebracht, beim obersten Gerichtshof. Vor allem Frau Rezak, die keine Rechtsschutzversicherung hat, hat große Probleme damit, dass sie als Verliererin die Verfahrenskosten bezahlen muss. 24.290,94 €. Finanziell geht es mir sehr schlecht. Ich kann das nicht mehr bezahlen, das ist eine Dingtonmöglichkeit. Sag ruhig, dass du wegen dem Herrn Dr. Trachtenberg... Das wegen dem Herrn Dr. Trachtenberg, der hat mich ruiniert. Gehen musstest. Ja, musste ich in Konkurs gehen. Das heißt, dass Ihnen die Pension jetzt gekürzt wird? Die Pension wird mir gekürzt, ich kriege 770 und werden wir schauen, wie es weitergeht, denn so kann ich nicht weiterleben. Und ich lasse mir auch diese Sachen, die da alle passiert sind, nicht bieten. Ein Vergleich scheint mehr denn je ausgeschlossen. Es gibt ein altes Sprichwort, bei einem Vergleich müssen alle weinen. Und bei dieser Geschichte ist keine der Beteiligten bereit, auch nur eine Träne zu vergießen. Und daher werden wir uns wieder bei Gericht sehen, das ist unvermeidlich. Wie ist das, wenn Sie sie auf der Straße sehen, grüßen Sie sie noch? Nein. Da darf ich eine nette Geschichte erzählen. In der Innenstadt, sie geht ja gerne shoppen, in die besten Häuser, Kohlmarkt und so, ist das für sie gerade gut genug. Und ich traf sie zufällig in der Stadt, weil ich ja da wohne. Und ich habe sie eigentlich nicht gesehen, also ich dürfte in der Auslage geschaut haben oder so. Und sie kam mir entgegen. Und in dem Moment, wo sie mich gesehen hat, hat sie so sich geduckt und hat zu laufen begonnen. Wie eine Böse. Hätte ich sie früher gesehen, hätte ich ihr vielleicht ein Bein gestellt. Aber es ist nicht gelungen. Also das zur Begegnung. Ja, dann hat sie aber recht gehabt, dass sie gelaufen ist. Wahrscheinlich. Und wie geht es jetzt juristisch weiter? Selbst wenn der oberste Gerichtshof diese Entscheidung über das Testament bestätigt, werden die beiden Schwestern vermutlich eine Ergänzung ihres Pflichtteiles fordern. Und die dritte Schwester wird dem entgegenhalten, dass sie schon in der Vergangenheit einiges von der verstorbenen Mutter geschenkt bekommen haben. Also der Konflikt dürfte weitergehen. Zum nächsten Fall. Manche Prozesse, die wir begleiten, entwickeln sich zu kleinen Serien, weil die Hauptpersonen trotz aller Urteile, die gefällt werden, immer weiter streiten, zu neuen Themen wegen neuer Anzeigen. Manche Prozessparteien, speziell im Nachbarrecht, sind schon gute alte Bekannte von uns geworden, die im Jahresabstand bei uns auftauchen. Man merkt, wie beide Seiten verzweifelt sind, wie die Auseinandersetzungen an der Substanz zehren, finanziell und seelisch, aber man schafft es nicht, Frieden zu schließen. Gudrun Kampel-Müller zeigt Ihnen, wie der Konflikt zwischen Herrn Unterleutner und Herrn Dieter in Wolkersdorf weitergegangen ist und erinnert kurz an das, was bisher geschah. Wolkersdorf in Niederösterreich, Jänner 2016. Bei unserem Besuch waren die Fenster des Hauses von Eugen Dieter sperrangelweit offen. Es hatte einen Buttersäureanschlag gegeben. An der Fassade fanden sich Spuren von rohen Eiern. Mit Einwegspritze und Zahnbürstel haben Herr Dieter und seine Frau Ritze für Ritze des Bodens bearbeitet, um die Reste der Buttersäure zu entfernen. Ich habe gelüftet und da war dieses Fenster offen. Und zwar war das halb offen, also dieser Flügel war eigentlich geschlossen und das hat jemand aufgedrückt. Plötzlich habe ich es gerochen, es hat so gestunken und ich habe eine chemische Ausbildung und habe eigentlich mir gleich gedacht, ui, das ist wie Buttersäure. Es stinkt nach Erbrochenem und nach ganz arger Katzenkot. Wer könnte hinter der Buttersäureattacke stecken? Man weiß es nicht. Am meisten Ärger hat Herr Dieter jedenfalls mit seinem unmittelbaren Nachbarn Herrn Unterleutner. Gegenseitige Anzeigen und unzählige Verfahren prägen den nachbarschaftlichen Alltag. Warum
macht man ein Buttersäureattentat auf Sie? Was ist da der Grund dafür, glauben Sie? Es gibt viele Möglichkeiten. Ich meine, es könnte ein Racheakt sein, es könnte auch ein Lausbubenstreich sein. Die es böse mit mir meinen, die stellen mich als Querulanten dar, ja? Obwohl ich kein Querulant bin. Seit 2012 ist das Verhältnis zwischen Herrn Unterleutner und Herrn Dieter besonders schlecht. Begonnen hat alles mit Grenzstreitigkeiten und dann ging es weiter mit Anzeigen wegen Stalking und sexueller Handlungen. Claudia Kaluper, die Frau von Herrn Dieter, hat uns erzählt, dass sie ständig von ihrem Nachbarn beobachtet wurde, wenn sie im Garten war. Da habe ich ihn dann wirklich erwischt, wo er die Hose unten gehabt hat und das Geschlechtsteil habe ich gesehen und mein Mann hat das dann auch gesehen, weil der war in der Nähe und habe ich ihm gleich hergerufen. Und ab dem Zeitpunkt ist dann ein gerichtliches, also ist es dann zur Polizei und ich habe eine Anzeige erstatten können, weil davor hat immer die Polizei gesagt, na, was soll man tun? Erster Nachbar kann natürlich da drüben sein. Ja, es war halt sehr schwierig für mich. Trotz seiner einstweiligen Verfügung, in der stand, dass Herr Unterleutner mindestens 30 Meter Abstand zu Frau Kaluper halten musste, seien die Belästigungen weitergegangen. Ja, und da eben war das immer so, wenn ich die Wäsche aufgehängt habe, im Hochsommer oft habe ich nur Hose angehabt, manchmal auch gar nichts, weil das gerade der Bereich ist, wo man eigentlich nicht reinsieht. Und dann war da oft eine Leiter aufgestellt da drüben und man hat dann seinen Kopf gesehen und er ist mit dem Fotoapparat und mit der Kamera eben gestanden und hat mich fotografiert und angestarrt. Das war immer sehr unangenehm. Herr Unterleutner gab zwar zu, dass er mit dem Strafgericht zu tun hatte, Interview wollte er uns damals aber keines geben. Allerdings sprach sein Vater mit uns. Wenn ich Pudel nachher im Garten traust, um den Turm tue und arbeiten tue, ja, packt sie nieder, zeigt das ja. Da darf ich einen Mann nicht sehen, wenn ich nicht umschaue. Ja? Ja, das ist doch alles erfunden. Alles erfunden, sagt sie. Kehrt sie das? Ja? 95% bleibt. Einen Monat nach dem Buttersäureanschlag, eine Gerichtsverhandlung an Ort und Stelle. Herr Dieter hatte ein Urteil erwirkt, dass sein Nachbar das laute Zerlegen von Kisten und Paletten und das Verbrennen von beschichtetem Holz unterlassen soll. Aber Herr Unterleutner wehrte sich gegen die Vollstreckung des Urteils. Herr Dieter demonstriert, was ihn so sehr stört. Unten beim Fundament, ja. Er hat ein Fundament natürlich gießen müssen und der Beton ist direkt auf meinem Fundament und da ist nichts dazwischen, außer eine dünne Teerpappe. Also da gibt es keinen Schallschutz, keine Schalldämmung und dadurch trägt sich alles. Also wenn der da mit dem Hammer einmal draufklopft auf den Nagel, habe ich das alles im, höre ich das alles, ja. Die Verhandlung war bereits im Gange und Herr Dieter stieg auf sein Dach, um als Zaungast dabei zu sein. Die Richterin wollte sich nämlich zunächst einmal auf der Seite von Herrn Unterleutner einen Eindruck verschaffen. Der aber hat Herrn Dieter striktes Hausverbot erteilt. Gehen jetzt in den Garten raus. Das ist schon blöd, dass er da einfach verbietet, dass ich da bei der Verhandlung dabei bin. Nicht? Weil ich meine, ich bin beklagt jetzt und jetzt darf ich nicht einmal dort dabei sein. Aber ich gehe jetzt zur Grundgrenze und schaue rüber. Anfang April 2016, Herr Dieter hat uns in sein Wohnzimmer gebeten und spielt uns am Hang etwas vor, einem handgefertigten Instrument aus der Schweiz. Na, wir wollen da auf keinen Fall wegziehen. Ja. Es geht uns aber nicht gut, vor allem mir. Mein Handspiel ist meine Berufung eigentlich. Ich habe das so oft gemacht, für verschiedene Stellen gespielt und ich komme gar nicht mehr dazu, weil meine ganze Energie fließt jetzt in diese Behördenverfahren und in diese Vandalenakte und das tut mir sehr weh, weil das war wirklich meine Berufung. 3 Monate nach dem Buttersäureattentat wurden die Ermittlungen gegen Unbekannt eingestellt. Endlich wollte auch Herr Unterleutner zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Er bat uns gemeinsam mit einem weiteren Nachbarn, Herrn Schwingenschlögel, in seinen Garten. Und er sagt, Sie würden da immer rüber fotografieren, oder?
Ja, ich habe mir damit gearbeitet. Er steht da mit auf der Leiter und schaut herüber und ja. Also es ist umgekehrt, sagen Sie, ja. Nicht, dass Sie immer rüberfotografieren, oder tun Sie es auch? Wenn er mich rüberschaut, fotografiere ich natürlich, dass ich Beweis habe, dass er rüberschaut. Mhm. Ja? Mhm. Oder er steht am Dachl und fotografiert rüber vorne. Mhm. Mhm. Natürlich habe ich Fotos gemacht, dass er aus Beweis, dass er mich rüberfotografiert. Mhm. Ja? Mhm. Gehen wir mal dort drauf, wo Sie angeblich, soll das da oben gewesen sein, wo Sie die Frau belästigt haben? Angeblich soll ich da gestanden sein, habe ich da unaniert. Da soll ich gewesen sein. Und sie hat dort, ja, habe ich nicht gemacht. Warum soll ich das um 7:30 in der Früh da stehen und unanieren? Warum habe ich das? Ja. Und warum, glauben Sie, sind Sie dann verurteilt worden? Weil ich alleine war und Sie haben zu zweit gegen mich ausgesagt. Bei unserem Lokalaugenschein wurden wir von Herrn Dieter und seiner Frau beobachtet. Es kam zum Streitgespräch am Gartenzaun. Sie haben, Sie haben mich gewarnt, 2012, dass ich einen bösen Nachbarn habe. Stimmt, ja, weil der halt da ist, ja, von meiner Frau. Da sind Sie zu mir gekommen und haben Verleumdungen losgelassen. Und dann sagen Sie, Sie kennen mich nicht. Nein, weil ich war einmal, vielleicht reden Sie dann mit mir ganz normal und nicht. Mit Ihnen kann man nicht normal reden, weil Sie mischen sich in allen Sachen rein und tun nur Ungutes und machen nur ungute Stimmung. Wart ihr nicht einmal Freunde? Freunde, ja, ich wollte mal eine gute Nachbarschaft haben, aber nur mit diesen Nachbarn, tut mir leid, kann man keine gute Nachbarschaft haben. Es wäre ja schön, wenn ihr euch zusammensetzt, ja, mit einem Mediator. Das habe ich vorgeschlagen. Und ich über das ganze Rät. Sie wären beide bereit, dass Sie. Ich auf jeden Fall, natürlich. Ich wäre bereit, als Zuhörer mich dazu zu setzen und jeden ein bisschen da zu beschwichtigen, falls. Aber einen unabhängigen Mediator, das sollte sein. Aber bevor dieser Mediator zum Einsatz kam, ging es noch einmal zu Gericht und zwar nach Mistelbach, Frühjahr 2016. Herr Unterleutner hätte schon wieder Lärm gemacht und giftigen Abfall verbrannt, meint Herr Dieter. Herr Dieter, wieder bei Gericht. Was erwarten Sie sich für heute? Gerechtigkeit. Aber ich denke mal, wenn Gerechtigkeit eintritt, dann wird der Herr Unterleutner nicht mehr Plastik einheizen oder Abfälle sammeln. Urteil gibt es noch keines. Dieser Rechtsstreit wird die beiden Herren wahrscheinlich noch jahrelang beschäftigen. Mai 2017, wieder in Wolkersdorf. Herrscht jetzt endlich Frieden zwischen den Nachbarn? Nein. Im Hause von Herrn Dieter sind die Wände feucht und schuld dran sei sein Nachbar, Herr Unterleutner. Der würde nämlich im Garten entlang seiner Mauer Gräben ausheben und diese dann fluten. Herr Dieter hat daher eine Unterlassungsklage eingebracht. Magister Florian Höllwart ist der Anwalt von Herrn Unterleutner. Er wird ihn bei der heutigen Verhandlung vertreten. Wieder einmal sind mehrere Zeugen geladen. Herr Magister, Sie sind auch eingetroffen. Heute geht es um diese Mauer. Juristisch, genau. Was ist dazu zu sagen? Dem Herrn Unterleutner wird vorgeworfen, dass er Wasser in die Mauer leiten würde und zuleiten würde. Die Gegenseite hat da eine einstweilige Verfügung beantragt, die jedoch großteils verloren. Und ohne da jetzt groß juristisch eingehen zu müssen, sieht man ja ganz offensichtlich, dass über der Mauer sich eine Regenrinne befindet. Und an dieser rinnt ja auch ganz offensichtlich schon über viele Jahre das Wasser herunter. Also, das Wasser, das seine Wände durchfeuchtet, sei von Herrn Dieters eigenem Grundstück gekommen. Stimmt nicht, meint Herr Dieter. Das Corpus Delicti sei dieser Schlauch. Herr Unterleutner hätte ihn 3 Tage lang in die Mauer gesteckt und absichtlich Wasser eingeleitet. Haben Sie da einen Schlauch reingesteckt und irgendwie was geflutet? Nein. Oder wieso glauben Sie dann, kommt das zustande, dass Ihr Nachbar meint, Sie hätten da was gemacht? Vielleicht war er selber herum und war, ich weiß es nicht. Ich war an dem Tag mit meinem Freund in Wien. Und dieser Freund hier neben der Mutter von Herrn Unterleutner muss heute als Zeuge aussagen. Er weiß von keiner unrechten Tat. Nein, nicht nur, weil er erstens ja gar nicht anwesend war. Mhm. Er hat ja ein Alibi. Was erzählt Ihr Freund so, wie sehr belastet ihn das, diese Streiterei? Ja, das belastet ihn schon sehr, psychisch sehr, weil
natürlich alles mit Kosten verbunden ist und er natürlich auch nichts rückerstattet bekommt. Das ist natürlich, wissen Sie, heutzutage ein Anwalt, da braucht man schon tausende Euro. Ja. Würden Sie sowas mitmachen oder was würden Sie so in dem Fall machen? Ich würde es anders machen, aber das kann man vor laufender Kamera nicht sagen. Was er genau damit meint, hat der Zeuge nicht ausgeführt. Herr Unterleutner will uns zeigen, was wirklich passiert ist. An dieser Mauer stehen seine Pflanzen und die hätte er gießen müssen. Daher hätte er einen Schlauch hier entlang gelegt. Aber das war ja im Oktober. Gießt man da noch im Oktober? Ja, man, trockener Oktober ist ja. Mhm. Verschieden. Weil jetzt normalerweise muss man im Frühjahr gießen, aber jetzt ist heuer ist ein feuchter Frühling. Ja. Mhm. Also braucht man eigentlich, ja. Das heißt, Sie haben die Blumen gegossen, deswegen war der Schlauch da. Ja. Die Polizei ist dann gekommen. Haben die irgendwas vorgefunden? Außer am Schlauch? Nein. Haben Fotos gemacht und das war's ja, dann. Ja. Dann kam ja die Anzeige. Ja. Okay. Wenige Stunden später wird dem Richter dieses Video vorgespielt. Man sieht den Schlauch von Herrn Unterleutner, der in der Mauer steckt und aus dem Wasser fließt. Der Richter hat genug gesehen. Nach diesem Video wird Herr Unterleutner verurteilt, die Einleitung von Wasser ins Mauerwerk des Hauses von Herrn Dieter zu unterlassen. Und er muss die Verfahrenskosten von 5.300 Euro bezahlen. Natürlich wollten wir auch von Herrn Dieter wissen, was er dazu meint. Doch zur Sache selber will er dieses Mal nicht sagen. Grundsätzlich meint er Folgendes. Ich möchte einfach eine konstruktive Lösung finden und ich möchte eigentlich eine friedfertige Nachbarschaft. Und ich möchte nicht durch irgendwelche Stellungnahmen Öl ins Feuer gießen. Und ich möchte nicht dem Herrn Unterleutner über das Fernsehen irgendwas ausrichten. Und deswegen möchte ich eigentlich keine Stellungnahmen abgeben. War dieser Prozess um die nasse Mauer der einzige, der in der Zwischenzeit von den Nachbarn geführt wurde? Hat sich die Lage ansonsten beruhigt? Ja, es hat ein paar Anzeigen wieder gegeben, auch wegen Stocking. Ich war wieder in der U-Haft, aber wurde freigesprochen. Ja. Das heißt, nichts Neues, immer wieder? Immer wieder Anzeigen, ja, immer Anzeigen und dann wieder ein paar Freisprüche, ja, ja. Mhm. Die Mauer zwischen Herrn Unterleutner und Herrn Dieter beschäftigt das Gericht übrigens auch in einer anderen Hinsicht. Denn Herr Dieter muss diese roten Ziegel in der Feuermauer verputzen. Auftrag der Behörde. Doch Herr Unterleutner lässt die Bauarbeiter nicht auf das Grundstück. Denn diese Jungpflänzchen wären in Gefahr, zertrampelt zu werden. Der Baumeister konnte nicht Hand anlegen, weil sie da ihre Pflanzen haben. Wenn genau. Man da schaut, das sind so kleine Pflanzen. Ja, genau. Geht es Ihnen da nicht ein bisschen auch ums Recht, dass sie sagen, also da wird man vielleicht Wilder Wein ist ja, das. Ja. Und dass sie selber ausgraben und sagen, okay, dann ist er ruhig? Wenn er mir entgegenkommt, ja, aber er kommt mir nicht entgegen, er macht ihn wieder anzeigen. Ja. Gleich hinter den Gärten der Streitparteien hat Herr Schwingenschlögl sein Grundstück. Er hatte sich ja vor einem Jahr als Mediator angeboten und wollte vermitteln. Die Geschichte mit den Bauarbeitern, die nicht aufs Grundstück durften, kennt er gut. Denn kurz zuvor hat er beide Herren zu einem Schlichtungsgespräch getroffen. Die haben mich angerufen, beide eigentlich. Und der Eigentümer hat gesagt, ich soll halt noch einmal versuchen, da zu vermitteln. Das ist leider im Sand verlaufen. Der Herr Unterleitner hat angegeben, ja, irgendwelche Blumen werden zertreten und Bäumchen kaputt. Obwohl dort eh nichts war, außer Gestrüpp. Nicht? Es ist ein Hickhack zwischen beiden. Ja? Und ich glaube halt, wenn der eine es gut meinen würde, würde der andere wieder was zu Fleiß machen und umgekehrt. Wobei es momentan aber eher so verläuft, dass unter Anführungszeichen, ja, der momentane Übeltäter der Herr Unterleitner ist. Außerdem wäre das für Herrn Unterleitner nur Aufwertung von seiner Parzelle, wenn die Mauern alle schön sind und so weiter. Ne? Das Ganze sei eine Kinderei, traurig und lustig zugleich, meint Herr Schwingenschlögl abschließend. Und wirklich daran glauben, dass zwischen den beiden Kontrahenten eines Tages Frieden herrscht, kann er nicht. Nein, aber also. Egal, was er in seinem Garten auch mache, er werde nach wie vor ständig beobachtet, ärgert sich Herr Unterleutner. Zum Beispiel da, gibt es da auch
am 16.10.2016 wieder. Unterleutner kommt von der Anna-Kasse und fährt mit dem Fahrrad an sein Haus und an mein Haus vorbei. Na, Entschuldigung bitte, darf ich das machen? Warum filmt er mich oder fotografiert mich? Das kommt ja öfters vor, nicht, dass er das macht. Nein, ja, oft. Und der Unterleiter hat das Haus verlassen, geht Richtung Bittnerplatz. Klingt nach leichtem Beobachtungsdrang. Das heißt, Herr Unterleutner, Sie meinen, es wäre umgekehrt. Nicht Sie stalken die Frau vom Herrn Dieter, sondern Sie werden gestalkt. Ja, entschuldigen bitte. Man nie als Beweis noch ein Foto von ihm macht. Ich bin verurteilt worden, ja. Und er, was macht er? Herr Dieter und seine Frau sehen das ganz anders. Herr Unterleutner gebe keine Ruhe. Sie seien im Recht. Denn im Dezember 2015 wurde Claudia Kaluper vom Oberlandesgericht Korneuburg sogar Schmerzensgeld wegen Stalking zugesprochen. Die Mutter von Herrn Unterleutner hält natürlich zu ihrem Sohn. Der Herr Nachbar, der tut uns alle tyrannisieren und mobben. Und dann in der Zwischenzeit ist noch mal mein Mann verstorben. Nein, das sind unendliche schlaflose Nächte. Und glauben Sie, wird das einmal ein Ende nehmen? Glauben Sie, dass da lieber Möglichkeit... heute wie morgen, aber glauben tue ich es nicht. Warum denn? Ja, solange er lebt, glaube ich, gibt er keine Ruhe. Herr Dieter bestreitet, dass er keine Ruhe gebe. Ganz im Gegenteil, meint er. Ich habe auch selbst zwei Versuche gestartet für eine Mediation. Ich habe auch Kontakt gehabt. Der wurde auch angeschrieben von der Mediatorin und vom Mediator, einer aus Wolkersdorf und eine Dame aus Wien. Und er ist nicht drauf eingegangen. Das heißt, deswegen, es scheitert am Herrn Unterleutner. So war es. Der Herr Unterleutner meint wieder, es scheitert an Ihnen, weil Sie dauernd anzeigen. Also ich kann nur sagen, ich möchte, wie gesagt, kein Öl weiter ins Feuer gießen. Und ich bin an einer friedlichen Lösung wirklich interessiert, weil ich will auch mehr Ruhe. Ja? Und ich möchte eigentlich nicht mehr dazu sagen. Mhm. Und ich möchte schon noch sagen, wenn es beitragt, ja, diese Sendung, Ihre Sendung, dass eine Lösung gefunden wird, dann bin ich Ihnen dankbar natürlich. Nicht? Weil das kann schon sein, dass das wirklich zu einer Lösung beiträgt. Und das wäre mir natürlich sehr willkommen. Ja, danke. Vielleicht würden beide Seiten in dieser Zusammenschau daran erinnert, was man in der Sache schon mitgemacht hat. Und vielleicht ist die Erkenntnis gereift, dass man, auch wenn man sich über den Nachbarn ärgert, mitunter ein Auge zudrücken sollte.